Standort Ingolstadt ist Business TV in Kooperation mit der IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft. Herzlich willkommen zum Standort Ingolstadt, dem Wirtschaftsmagazin auf InTV. Die Stadt Ingolstadt zieht immer mehr Touristen an und ist da auch immer beliebter. Gerade im vergangenen Jahr war hier einiges los, nicht zuletzt wegen 500 Jahre Reinheitsgebot. Einige Veranstaltungen haben da viele Touristen angelockt. Wir blicken mal zurück. Egal ob Sightseeing durch die Stadt, eine Radlfahrt entlang der Donau oder eine Shoppingtour im Village. Das umfangreiche Angebot Ingolstadts lockt jedes Jahr viele Touristen an. Letztes Jahr erreichte Ingolstadt Rekordzahlen. 2016 ein wirklich gutes Tourismusjahr. Also wir hatten 300.000 Gäste, die nach Ingolstadt zum Übernachten gekommen sind. Insgesamt mehr als 500.000 Übernachtungen. Wir haben es geschafft, nur mal was draufzusatteln auf das ohnehin schon sehr, sehr gute 2015. Und ich glaube, dass wir auch für die Zukunft ganz gut gerüstet sind. Nicht nur Freizeittouristen zieht es nach Ingolstadt, sondern auch Geschäftsleute. Die stark wachsende Wirtschaft lockt viele in die Donaustadt. Nun, zum einen verdanken wir natürlich die positive Entwicklung im Tourismus, dem Geschäftsreisetourismus. Solange die Wirtschaft boomt, kommen natürlich die klassischen Geschäftsreisen nach Ingolstadt. Wir waren aber auch sehr, sehr gut im Bereich der promotablen Geschäftsreisen unterwegs, im Bereich der Tagungen, Seminare, Kongresse. Wir sind sehr, sehr stark im Bereich kleiner und mittelgroßer Veranstaltungen. Und gleichzeitig, wie gesagt, haben wir eben auch sehr schöne freizeittouristische Themen gehabt. Durch den Bau eines Kongresszentrums in Ingolstadt wird die Zahl der Geschäftsreisenden zukünftig nochmals ansteigen. Ebenso erneuert Ingolstadt Tourismus durch jährlich wechselnde Themen das Angebot. Ja, 2016 war natürlich das Jahr des Bieres, 500 Jahre Reinheitsgebot. Wir hatten ja ein sehr schönes Programm dazu und man hat schon gemerkt, es zieht bei den Leuten. Jetzt nicht unbedingt ausschließlich im Übernachtungsgastbereich, sondern auch und vor allem im Tagesgastbereich. Und da gab es natürlich Ausstrahlung bis nach München, bis über die Grenzen von Freistadt hinaus. Ja, sind die Leute nach Ingolstadt gekommen, um die Heimatstadt des Bayerischen Reinheitsgebots für Bier zu erleben, um hier ein bisschen mitzufeiern und einfach eine gute Zeit zu haben in Ingolstadt. Um dieses Jahr mindestens genauso erfolgreich abzuschließen wie das letzte Jahr, plant Ingolstadt Tourismus wieder Neues. Na, da war ja wirklich einiges dabei und heute spreche ich mit Jürgen Ammann über den Tourismus in Ingolstadt. Guten Abend, Herr Ammann. Guten Abend, Frau Kuckerl. Herr Ammann, Sie sind Leiter der Ingolstadt Tourismus GmbH und kennen sich damit bestens aus mit dem Tourismusangebot in Ingolstadt. Was war denn Ihr persönliches Highlight im vergangenen Jahr? Nun, mein persönliches Highlight für Freizeittouristen im Jahr des Reinheitsgebots war sicherlich das Fest des reinen Bieres, ja, im April um den Georgitag herum. Viele Menschen waren bei uns in der Stadt, es ist richtig was los gewesen. Von Seiten des Geschäftstourismus war sicherlich der Brauertag und der Brau- und Malzmeistertag 2016 wirklich ein sehr schönes Event. Die haben aus einer ganzen Reihe schöner Events nochmal herausgestochen, weil halt einfach auch die Bundeskanzlerin, weil der Ministerpräsident zu Besuch waren. Und Ingolstadt war wirklich in allen Medien in ganz Deutschland vertreten zum Thema Reinheitsgebot und das hat mir wirklich unbändig Spaß gemacht. Ich glaube, das hat auch jeder wirklich mitbekommen und war auch ein Ticken stolz auf die Stadt und hat sich gedacht, da kann man Ingolstadt doch ganz gut präsentieren. Nach so einem Jahr, gibt es denn da ein bestimmtes Ziel für das Jahr 2017, was man da erreichen will touristisch? Wir haben die letzten drei Jahre wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung vollzogen im Tourismus. 2016 von den Tagesgästen her das beste Jahr aller Zeiten, von den Übernachtungsgästen. Wir hatten 300.000 Übernachtungsgäste, mehr als 500.000 Übernachtungen. Freizeittourismus, Geschäftstourismus, es hat wirklich alles wunderbar gepasst. Jetzt 2017 haben wir mit dem Thema 500 Jahre Reformation, Gegenreformation, Ingolstadt war ja mit dem Sitz von Johannes Eck, das Zentrum der Gegenreformation, haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Thema. Und mittelfristig, 2018, mit dem 200-jährigen Jubiläum des Erscheinens des Romans Frankenstein, haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Thema nächstes Jahr. Und 2020 natürlich die Landesgartenschau, die wirft auch schon erste Schatten voraus. Also da ist die Zukunft eigentlich schon gesichert. Gibt es denn so ein Highlight in diesem Jahr, auf das Sie sich schon freuen, wo vielleicht auch die Ingolstädter sich darauf freuen können, dass was Gutes geboten ist? Also was mich natürlich wunderbar freut heuer, wir haben wieder die Kreativität unserer Gästeführer O-Zapfen kennen und bieten heuer ein ganzes Portfolio an verschiedenen Führungen zum Thema Reformation gegen Reformation an. Zum Beispiel, wo Martin Luther aneckte, eine sehr, sehr schöne Führung auf den Spuren von Johannes Eck.
Oder auch Irrungen und Wirrungen. Das ist ein Kostüm, eine Kostümführung mehrerer Gästeführer von uns, die zusammen ein paar Episoden darstellen aus der Zeit der Reformation. Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt und eigentlich auch für Ingolstädter interessant, mal die eigene Stadt auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Und die Stadtführungen, die sind ja wirklich beliebt. Da gibt es zum Beispiel schon seit 2005 eine Nachtwächterführung hier in Ingolstadt. Und genau diese Nachtwächterführung hat sich mein Kollege Daniel Wilpert mal genauer angeschaut. Gott muss wachen, Gott muss schützen, Herr, durch deine Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Wenn die Dämmerung hereinbricht und das Nachtwächterlied durch die Ingolstädter Altstadt zu hören ist, dann ist es wieder soweit. Dann streift Oswin Dotzauer mit seiner Gruppe durch die Straßen. Bei der Führung Türmerei singt er nicht nur das alte Nachtwächterlied »Hört ihr Leut und lasst euch sagen«, sondern erklärt auch die Aufgaben eines mittelalterlichen Nachtwächters. Das ist auf jeden Fall eine Rolle. Man muss sich ein bisschen hineinversetzen in den Nachtwächter, also der damals ja schon in der Nacht zuständig war für die Sicherheit auf den Straßen, aber natürlich auch für die Feuerwache. Neben einem der beiden Türme, die wir auch hier in Ingolstadt hatten, der ja sozusagen ein Regulativ war, der in der Nacht für Ordnung auf den Straßen sorgte. Eine normale Führung ist das nicht, denn Dotzauer versetzt sich richtig in die Rolle des Nachtwächters und versucht, sein Publikum mit Hilfe historischer Anekdoten zu fesseln. Es ist natürlich so, dass man nicht nur einfach sich vor die Leute hinstellt und erzählt. Nein, man muss natürlich auch versuchen, das einigermaßen didaktisch und auch schauspielerisch rüberzubringen. Die Unterhaltung darf natürlich auf keinen Fall fehlen und das haben wir bei der Nachtwächtertour etwas aufgelockert, indem wir das alte Lied »Hört ihr Leut und lasst euch sagen« auf Ingolstadt etwas umgeschrieben haben. Das wird öfters gesungen und wir haben dann eine Zusammenfassung jeweils der einzelnen kleinen Geschichten, die erzählt werden. Strümpfe Glück ist unserer Stadt gegeben, der böse Schuft, er kommt ums Leben. Seit 1995 sind die Stadtführungen nicht mehr aus dem Ingolstädter Repertoire wegzudenken. Neben der Türmerei gibt es noch viele andere Führungen, die wichtige historische Bauten der Stadt zeigen. Denn für viele Touristen gehört ein bisschen Kultur dann doch zum Urlaub dazu. Ich bin mir relativ sicher, nachdem wir ja damals mit einer Frankenstein-Führung die ersten in Deutschland überhaupt mit einer Gruselerlebnisführung waren, die erste dieser Art überhaupt in ganz Deutschland. Und nachdem wir ja doch nur jetzt als Beispiel bei der Nachtwächterführung inzwischen schon sicher 15.000 Leute in den letzten Jahren durch die Stadt geführt haben, dass das natürlich für den Tourismus etwas bringt. Die Zahlen sprechen für sich. Mit viel Witz und Charme bringt Dotzauer die historischen Geschichten Ingolstadts an den Mann bzw. die Frau. Also der Herr macht es wirklich sehr lebhaft und ja, mit viel Wissen, also ist echt interessant. Lehrreich, sehr gut, sehr schön vorgetragen. So Mädels, und wie fandet ihr die Führung? Super! Ja, ich finde, das ist schon ein interessanter Stadtrundgang, kriegt man noch mal einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Wie kommen denn die Stadtführungen in Ingolstadt an? Auch bei den Stadtführungen haben wir eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen in den letzten Jahren. Wir hatten 2016 1200 Stadtführungen. Wir bieten mittlerweile jetzt 2017 ein Portfolio von 50 verschiedenen Themenführungen an. Uns ist es gelungen, in den letzten Jahren tatsächlich das Führungsportfolio entlang unserer Schwerpunktthemen Landesuniversität, Reinheitsgebot, Festung sukzessive auszubauen. Zusätzlich haben wir uns auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, interessierten Gästen und Bürgern so den Blick ein bisschen hinter die Kulissen von Ingolstädter Sehenswürdigkeiten zu ermöglichen. Also wir haben jetzt eine Kreuztorführung, wir führen in der Hohen Schule in den Dachstuhl. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Blick in den historischen Sitzungssaal des alten Rathauses zu werfen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich jedes Jahr ein so ein Schwerpunktthema, das sich so ein bisschen als roter Faden durch das Gesamtprogramm durchzieht. Wie gesagt, heuer wird es Reformation gegen Reformation sein. Letztes Jahr war es 500 Jahre Reinheitsgebot. Und nächstes Jahr, da spekulieren wir schon ein bisschen auf 200 Jahre Frankenstein. Wir orientieren uns natürlich in erster Linie an Gästen und wollen diesen
unsere schöne Stadt näher bringen und zeigen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei unseren Themenführungen auch eine zunehmende Zahl von Schanzerinnen und Schanzern da haben, die einfach nur mal ein bisschen ihr Wissen auffrischen wollen, die vielleicht im Rahmen von einer Erlebnisführung einen kurzweiligen Abend mit Freunden von auswärts verbringen und sich ein bisschen nur mal Ingolstadt anschauen. Und was wir jetzt auch seit einigen Jahren im Programm haben und worauf wir schon auch stolz sind, wir haben viele barrierefreie Führungen, also zum einen mal für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und seit 2 Jahren auch für schwerhörige Menschen bzw. für taube Menschen mit einer Gebärdenführerin. Das ist doch wirklich schön. Und wenn die Touristen nach Ingolstadt kommen, dann tun sie das mit dem Auto und mit dem Zug, aber inzwischen auch ganz oft mit dem Fahrrad. Der Fahrradtourismus in Ingolstadt ist absolut im Kommen und die Stadt will auch viel dafür tun, dass das in Zukunft so bleibt. Immer mehr Reisende zieht es nach Ingolstadt. Auch die Zahl der Fahrradtouristen hat sich 2016 erhöht. Ingolstadt gilt bei Radfahrern als ein beliebtes Reiseziel. Eine Zählung ergab, dass 40.000 Fahrradgäste über den Donauradweg letztes Jahr nach Ingolstadt kamen. Genaue Zahlen lassen sich nicht festlegen, da Tagesradler schwer zu zählen sind. Von diesen 40.000 Fahrradgästen am Donauradweg wissen wir, dass ungefähr 25.000 Tagesfahrradfahrer sind und 15.000 Radwanderer, die tatsächlich mehrere Tage unterwegs sind und dann in verschiedene Städte übernachten. Serviceangebote wie zum Beispiel das Laden von E-Bike-Akkus, Fahrradkarten und Raststationen mit Infotafeln locken Radler nach Ingolstadt. Zukünftig baut die Stadt das Angebot für Radfahrer noch weiter aus. Wir werden jetzt demnächst Fahrradeinstellboxen installieren, wo man also gesamte Fahrräder mit einsperren kann. Man muss die Satteltaschen nicht mehr abnehmen, sondern man kann ganz einfach diese Geräte, die teilweise mehrere tausend Euro kosten, einsperren und kann dann sich irgendwas anschauen in der Stadt. Es wird eine kleine Servicestation dabei entstehen, wo man auch kleinere Reparaturen vornehmen kann an den Fahrrädern. Und wir bleiben einfach froh, dass wir auch den Wünschen unserer Fahrradgäste entsprechend die Infrastruktur weiter ausbauen. Die Stadt geht davon aus, dass durch den Ausbau der Infrastruktur und mit dem besseren Angebot die Anzahl der Fahrradtouristen weiter steigt. Der Fahrradtourismus wird sicherlich steigen, schon allein deswegen, weil das Thema Fahrrad und Urlaub immer attraktiver wird. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, Ingolstadt liegt einfach günstig und von daher wird Ingolstadt sicherlich deutlich davon profitieren. Passend zu den guten Zahlen ist der Donauradweg zertifiziert worden. Ab diesem Jahr zählt die Strecke zwischen Donaueschingen bis nach Passau zu den 4-Sterne-Radwegen. Da klingelt es auf den Fahrradwegen wahrscheinlich in Zukunft dann noch mehr bei so vielen attraktiven Angeboten. Wie viele Fahrradtouristen gibt es denn zurzeit schon in Ingolstadt? Es gibt eine Zählung des Donauradwegs aus dem Jahr 2015, der rund 40.000 Fahrradfahrer, Fahrradgäste, Fahrradtouristen ausweist auf dem Donauradweg. Leider werden die Gäste, die Fahrrad fahren, auf den regionalen Fahrradwegen, so Schambach-Talbahn-Radweg oder aber Biotop-Erlebnispfad oder auf dem Festungsrundweg, die werden zählerisch nicht erfasst. Und wir können aber davon ausgehen, dass das natürlich noch mal viel, viel mehr sind, als tatsächlich auf dem Donauradweg fahren. Ich denke, dass der Fahrradtourismus ganz stark im Kommen ist. Also Mensch, viele Leute wollen mehr Natur erleben, viele sind auch gesundheitsbewusster als noch vor einigen Jahren, wollen sich ein bisschen sportlich bewegen und das Ganze in einem angenehmen gesellschaftlichen Umfeld. Dazu kommt nur die technische Entwicklung. E-Bikes, Pedelecs ermöglichen heute auch Senioren oder nicht so trainierten Personen, dass einfach planbare Radtouren absolvieren. Ja, ist schon ein Trend im Moment. Man kann durchaus von einem Trend sprechen, von dem wir auch ausgehen, dass wir ihn in den nächsten Jahren weiter beibehalten und befördern können. Was wir jetzt seit dieser Saison erstmals anbieten, sind, dass wir nicht nur Print- und Online-Material und Informationen haben für Fahrradfahrer, sondern wir bieten auch an, Touren downzuladen, die man dann wiederum in Form eines Leitsystems für sich selbst mit seinem Smartphone nutzen kann. Das ist natürlich auch dann im Trend der Zeit. Ich sehe schon, ist einiges geboten touristisch. Wie würden Sie denn sagen, ist denn der Ausblick? Schaut man positiv in die Zukunft? Grundsätzlich sind wir natürlich sehr optimistisch und positiv gestimmt. Wir nehmen den Rückenwind der vergangenen 3 Jahre, die sehr positive Entwicklung natürlich mit. Was uns natürlich auch nicht feit vor kurzfristigen Konsolidierungen. Ja, nach 3 Jahren des Erfolgs ist einmal ein kurzer Rückschritt oder eine Pause denkbar. Zumal wir ja gerade im Bereich der Geschäftsreisen doch mit einigen Unsicherheitsfaktoren zu kämpfen haben. Aber mittelfristig ist uns sicher nicht bange. Wir haben 2018 schon das nächste wunderbare Thema mit 200 Jahre Frankenstein. Und dann 2020 natürlich die Landesgartenschau, die jetzt schon ihre Schatten vorauswirft. Das klingt ja alles nicht so verkehrt und da sind wir gespannt, wie alles läuft. Vielen Dank, Herr Ammann, für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Kuckel.
Ja, und das war der Standort Ingolstadt. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Servus und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Standort Ingolstadt. Business TV in Zusammenarbeit mit der IFG Ingolstadt. Starker Partner der regionalen Wirtschaft.